Moin moin meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Wir machen weiter mit Tohu und mit dem nächsten Rätsel. Und ja, wir gucken uns das mal hier genau an. Wir haben hier einmal so eine Dusche. Dann haben wir oben einen Regenschirm oder einen Sonnenschirm. Kommen wir leider noch nicht an. Ich denke mal, dass wir hier dran vorbei müssen, um an den Schirm zu kommen. Können wir die Glocke hier betätigen? Ja. Ah, gut. Eine versteckte Karte, Sammelkarte, jetzt haben wir die. Sehr gut. Und sie düst ab. Tschüss. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Rätsel hier an. Oh, was jetzt? Oh. Beruhige dich. So, okay. Also, wir haben hier eine Dusche, wo ordentlich Wasser rauskommt. Dann haben wir hier so eine Bambusrohre. Und wir haben hier Blätter dran. Oh, die wir bewegen können. Okay. Ah. Wir drehen mehrere gleichzeitig, wenn wir eins antippen. Okay. Lustig. Ah. Ah ja, wir müssen das Wasser weiterleiten. Bis nach hier unten. Okay. Das wird schwierig. Okay, das passt. Ah, jetzt haben wir das wieder verändert da oben. Nicht so gut. So, den gerade. Perfekt. So. Oha, das ist, glaube ich, kompliziert hier ein bisschen. Aber wir versuchen das einfach. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Oh, fast. Fast. Uns fehlt da eine hier. Oh, das hätte ja beinahe geklappt. Ah, nee, das wollten wir nicht. So. Jetzt den. Drücken wir mal den. Aber wir müssen den hier noch runterholen wieder. Ah, das machen wir mit dem hier. Mit dem Blatt. Okay. So, und jetzt? Ah? Wir haben's. Hey! Das ging einfach. Oh! Ja, schön. Jetzt können wir hier draus trinken, oder was? Oder wir machen unsere Maske hier mal sauber, die voller Schleim ist. So. Nee, auch nicht? Und wenn wir hierher gehen? Das kommt mir doch vorhin. Nee. Okay. Den Regenschirm können wir auch noch nicht nehmen. Vielleicht brauchen wir Kubus. Wir wechseln mal. Nee, möchte auch nicht. Und an den Schirm kommt er auch nicht an. Die Glocke ist wieder da. Hallo. So, wie kommen wir jetzt da dran vorbei? Müssen wir uns das Ding aufsetzen? Komm, setz mal auf. Zack. Nee. Aber wir kommen hier aber noch nicht dran vorbei. Ich dachte, das hätten wir jetzt mit dem Rätsel gelöst. Ah ne, er haut auch ab. Ich hätte jetzt gedacht, dass er da durch kann, aber es mag auch... Oder wenn wir die Maske aufsetzen und dann da durchgehen. Ah, das können wir ausprobieren. Maske auf. Und jetzt? Ne, er geht nicht. Aber sie macht das. Ich glaube, sie geht, während sie die Maske auf hat. Komm, wir wechseln wieder. So, zu dem Mädchen. Komm, einmal Maske aufsetzen. Und dann hierher gehen. Nee. Okay, macht sie auch nicht.
Nein, nein. So, nimmt sie auch die Maske wieder ab? Nee, hä? Jetzt lässt sie die Maske auf. Ist ja auch lustig. Ah, jetzt? Hä? Okay, jetzt klappt's. Vorhin hat's nicht geklappt. Hab ich nicht richtig raufgehalten. Das ist ja merkwürdig. So. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall den Regenschirm noch. Wir gehen mal wieder zurück. Liefer mal die Maske ab. Okay, wir können nicht zurück. Warum nicht? Warum können wir nicht zurück? Ich kann hier gerade gar nichts drücken. Sie groß machen? Okay, die Eidechse haben wir groß gemacht. Sich furchterregend machen. Ja, das machen wir mit der Maske. Und zum Fliegen bringen, dafür brauchen wir bestimmt den Schirm. So, aber wir können jetzt gerade irgendwie nicht gehen hier. Warum nicht? Wir können gar nichts machen gerade. Oder muss ich die Maske aufsetzen? Wir hängen gerade fest. Wir hängen gerade fest. Ich kann gar nichts machen. Ich kann weder die Glocke hier antippen, noch den Regenschirm, noch kann ich gehen, noch kann ich die Maske aufsetzen. Ich glaube, wir speichern mal. Wir speichern mal und dann kann ich gar nicht. Ich kann das Spiel nicht speichern. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, jetzt. Ach, jetzt geht's. Komisch. Okay, wir mussten einmal in das Menü rein. Okay, gut. Ja, hat sich das Spiel ein bisschen aufgehängt. Okay, passiert. Alles gut, passiert. So. Jetzt gehen wir mal zu Oma Langbein zurück. Und zu ihrem fetten Gecko. Echse, meine ich. Zu ihrer fetten Echse. Und geben der... Boah, ist die fett. Und geben der die Maske. So, hier. Mach nicht einmal... Furchteinflößend. Nee. Okay. Will sie nicht? Das wundert mich jetzt. Oder müssen wir die aufsetzen? Nee, können wir auch nichts machen. Boah, das hätte ich ja jetzt gedacht. Was sollen wir sonst mit der Maske machen? Oder aufhängen? Können wir die da ranhängen? Ah, ja, okay. Gut, das sieht wieder nach so einem Rätsel aus hier. Wir müssen die Maske verschönern. Ah, das ist ja lustig. So, komm. Wir gestalten mal die Maske. So eine Nase noch ran? Passt das? Ja. Was ist das denn Kurioses hier? Können wir das hier unten ranmachen? So, oder als Nase vielleicht? Nee, auch nicht. Ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Oder wir können auch andere Augen machen. Wir nehmen die wieder weg hier. Wir nehmen mal die Nase wieder weg. Aber irgendwas fehlt hier, ne? Irgendein Teil ist hier schon weg. Können wir das als Nase nehmen? Ja. Boah, das sieht doch hier, den Schnuffi hier schön. Ja, das sieht doch gut aus. Diesen Schnuffi auf. Und dann hier, die Brille hier dazu. Das sieht doch, das sieht gut aus. So, komm. Mal gucken. Ob das reicht. So, Maske. Und einmal bitteschön aufsetzen. Oh, guck komisch. Nee. Vielleicht. Ja, wir quatschen die Omi nochmal an hier. Ja. Ja. Okay. Andere Kombination. Wir hängen den nochmal auf. So, machen das nochmal zurück. Die Brille auf. Vielleicht die Maske weg?
diese Nase hin. So, mal schauen. Ob sie die jetzt aufsetzt. So. Na, willst du? Nee, auch nicht. Okay. Vielleicht fehlt auch noch was. Vielleicht fehlt hier oben auch noch ein Teil. Na, mal gucken. Wir gehen mal zurück. Wir gehen mal wieder zurück und versuchen mal, den Regenschirm zu holen. Vielleicht bringt der uns ja auch schon ein Stück weiter. Ob sie hierher gehen. Ja, sie wird wieder zurücklaufen, ne? Ja. Sie wird wieder zurücklaufen. Wir haben... Jetzt weiß ich. Wir müssen nochmal zurück. Wir brauchen den Schnuffi, dass sie da, damit sie da durchkommt. Durch diesen Qualm hier. Und dann setzen wir uns die Maske auf, nämlich. Genau. Das müsste so klappen. So, deswegen können wir die noch gar nicht abliefern, weil wir die Maske ja selber noch brauchen. So, dann die Nase weg. Die Nase ran, also den Schnuffi. Und dann nehmen wir eine andere Brille, ne? Wir nehmen die hier. Nimm mal die. So. Perfekt. Einmal zurück. Na, hoffentlich klappt das auch. Schauen wir mal. Also sie geht ja eigentlich mit der Maske. Na, mal gucken. Oha, der hängt aber schräg dran, der Schnuffi. So. So, nur? Ah ja, macht sie gut. So, dann jetzt können wir da rein. Perfekt. Sehr schön. Jetzt müssten wir nur hier hoch, ne? Oder? Oder kann das nur Kobus? Ja, der reißt hier die dicken, fetten Äste ab. Und dann kommen wir da vorbei. Hau ruck! Reiß sie ab! Mach uns den Weg frei! Sehr schön! Genau, jetzt kommen wir auch an den Regenschirm dran. Oh! Nein, der ist kaputt! Ist das so gewollt? Naja, wir nehmen ihn mal mit. Er freut sich. Oh, was ist das? Oh, das sah noch... Sah noch nach dem fehlenden Teil aus, was wir brauchen. Buh, das ist aber gruselig. Perfekt. Ich glaube, wir haben die richtige Maske. Die gruselige Maske. Furchteinflößende Maske haben wir, glaube ich, zusammen. So, schnell zurück. Sind wir auch schon wieder bei Oma Langbein. So. Die ändern wir jetzt nochmal ab, die Maske. Der Schnuffi kommt ab. Ach so. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht. Die brauchen wir gar nicht verändern. Wir gehen jetzt einfach hin. Setzen dem der fetten Eidechse hier die Maske einmal auf. So. Nein. Oder kann man das so kombinieren? Oh, nee. Oder müssen wir das doch daran machen? Ah ja, jetzt. Na klar. Uiuiuiui. So, das ist die Nase. Was setzen wir denen denn für Augen auf? Die hier, ne? So. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Was ist das denn hier? Hypno-Augen oder was? Nee.
So. Aber jetzt. Das muss doch jetzt klappen. Ja? Ja, sehr gut. Perfekt. So, jetzt den Regenschirm. Den kaputten. Da machen wir schicke Flügel draus. Ja. Na, perfekt. So, jetzt sprechen wir. Ach so. Ah ja. Oh, der kann sogar fliegen. Haha, geil. Flieg hoch. Flieg weg. Fette Eidechse. Und sie hat uns ein Stück für den Totem, für das Totem uns gegeben. Und die Fliege klaut uns das. Nee, sie klaut uns das nicht. Sie bringt uns das hin. Ja, freundliche. Freundliche Fliege. Dankeschön. So, zwei Teile haben wir jetzt schon. Eins fehlt noch. Oh, der speit sogar Feuer. Geil. Und Oma Langbeine rastet förmlich aus. Ja. Ey, das hat doch gut geklappt. Sehr gut. Da freue ich mich. So kann es weitergehen. Oh je, ich hoffe, die Sumpfgroßmutter kann ihr widerspenstiges neues Haustier wieder unter Kontrolle bringen. Ho, ho, in der Zwischenzeit ist das Mädchen auf dem Weg zum letzten Teil des Totems. Oh, sieht aus wie ein Eisplanet. Die sehen auch echt kurios aus. Witzig. Witzig und kurios. Oh, hallo, guten Tag. Oh, da an seiner Angel hängt das Teil. Oh nein. Unser Bienenkopter ist eingefroren. Wir machen eine Bruchlandung. Oder? Nee. Oh, wir haben ihn verscheucht. Hallo? Lauf doch nicht weg. Oh, das hallt so schön. Oh, wo ist unser Bienenkopter hin? Nein. Wir haben ihn verloren. Was jetzt? Ui. Ich habe keinen Sound. Soll das so? Oh. Ich sehe nur ihre Augen. Was jetzt? Hallo? Nein! Oh! Wo ist sie wieder reingefallen? Nein! Komm zurück! Komm zurück! Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Wo wir da gelandet sind. Wo ist der Typ mit unserem letzten Teil? Oha. Oh, Bruchlandung. Ja, das tat weh, glaube ich. Eieiei. Ich muss dort rauf. Kannst du mir helfen? Hä? Oh, Akku leer. Sie braucht, ja, sie muss aufgeladen werden. Gut, dann schauen wir uns mal um, was wir so machen können. Ja, die können wir klicken. Dann haben wir hier einen fetten Krug und dann laufen wir hier unten. Oh, eine versteckte Karte läuft da rum. Ein Wecker. Und das ist hier, ja, was ist das? Stoppuhr, ne? Bestimmt eine Stoppuhr. Und dann haben wir hier so eine riesen Steinuhr, die wir drehen können. Müssen wir eine bestimmte Uhrzeit anscheinend einstellen. Oh! Was haben wir denn jetzt gemacht? Eieiei. Oh, das sieht aber richtig cool aus. So, eine Eisblume. Mal gucken, ob wir die einsammeln können. Ah, jetzt sind wir an der gleichen Stelle. Oh, jetzt haben wir die eingesammelt. An der gleichen Stelle. Nur halt ist das ein bisschen, ja, sieht aus wie Blätterfallen, Herbst vielleicht? Ich weiß nicht. So. Okay, hier ist eine fette Tür im Baum drin. Wo ein Schlüssel reinpasst, anscheinend. So, hier oben
Haut die Ziehharmonika ab, die haben wir aber noch rechtzeitig gekriegt. Mal gucken, was wir hier noch anklicken können. Nichts weiter. Können wir hierher gehen? Ja. Komm, wir gehen mal dahin. Gucken uns das mal an. Da können wir noch weitergehen. Okay. Gut, dann gehen wir hier weiter. Also einen Schlüssel haben wir eh nicht. Brauchen wir nicht versuchen. Dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Oh je. Ein U-Boot. Und ein Captain mit einem... Ja. Einem Kochlöffel in der Hand. Sieht das witzig aus. So, wir sprechen die mal an hier. Der mit der Gabel hier. Guck, was er zu sagen hat. Komm rein! Okay. Nee. Wir können nicht. Er behindert uns dabei. Können wir den ansprechen? Nee. Oh! Jetzt sind wir da angekommen. Okay. Ein Portal. Komm rein! Nee. Guck mal auf die Seite hier. Oh! Wir haben ihn runtergeschubst. Das wollten wir gar nicht. Oh, jetzt ist er wieder da. Ah, wir schubsen ihn runter. Und dann komm rein, oder was? Nee, versteckte Karte erstmal. Die Geräusche. Was willst du hier, kleines Mädchen? Bei den Stieren von Bashan. Wir müssen los. Meine Mannschaft hat das Schiff verlassen. Hilf mir, sie einzusammeln. Dann werde ich dich reich belohnen. Reichlich belohnen. Komm rein. Okay. Der springt schon mal rein. Aber er kommt wieder hoch. Na, wir gehen mal hier. Wir gehen mal wieder zurück. Wo kommen wir an? Ah, jetzt sind wir hier oben. Dann quatsch mit dem an. Der möchte eine Ente haben? Die Ente hier unten vielleicht? Und dann gehen wir mal zu der Ente da unten. So. Wir müssen einmal hier runter. Denke ich. Oh, boah, 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 boah. Ah, jetzt fliegt die weg. Jetzt ist sie da oben. Warum das? Und das sind hier... Ja. Kanonenkugeln oder was? Ah! Das haben wir jetzt ein bisschen gesteuert, das Boot, kann das sein? Ja, nach links und nach rechts. Wir müssen die auf jeden Fall reinschubsen. Wir gehen mal hier wieder zurück. Oder sprechen den mal an hier. Mal gucken, was der hier zu sagen hat mit den langen Augen hier. Komm rein! Nee, möchte er nicht. Das ist eine Krabbe, ne? Soll bestimmt eine Krabbe sein hier mit so einen Scherenhänden. So, dann gehen wir mal nach oben. Kommen wir gar nicht mehr. Doch. Jetzt sind wir wieder bei ihm. Hüpft er rein? Nee, er hüpft nicht rein, weil er... Ja, eine Gabel braucht anscheinend. Oh, jetzt haben wir die verscheucht. Jetzt ist die hier unten. Und wenn wir ihn jetzt reinschubsen? Ja, perfekt. Den ersten haben wir drin. So, jetzt müssen wir einen nach dem anderen hier oben hinkriegen. Ne, wir gehen mal wieder runter und schubsen das Schiff. Wir müssen das wieder rüberschubsen. Vielleicht springt er ja denn... Was will der eigentlich? Mal gucken. Nee, er macht's nicht, weil... Achso, weil er will seine Ente haben, Jon. Wo sind wir denn jetzt? Da. Kommen wir eigentlich gar nicht mehr hier unten hin. Doch. So. So, verscheuchen wir die jetzt? Ah, jetzt ist sie da angeflogen. Mal
gucken, wo wir die hinschubsen können. Die Endet sind wir da. Ne, wir müssen hier unten. Hier links mit dich. Genau. Ah! Wo ist sie denn jetzt? Hä? Wo ist sie jetzt hin? Ach, da bei ihm! Auf der Schulter und der. Ah, nein! Wir hätten das Schiff nach drüben schieben müssen. Ja, klar. Okay. Wir machen aber erstmal Schluss an dieser Stelle und lösen das im nächsten Let's Play. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.